Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris Herrschaften. Wir haben das letzte Mal, das ist bei mir zumindest schon eine Weile her, unsere Flotte ein wenig aufgebaut. Wir haben jetzt eine Flotte mit der Stärke etwa von etwa 1,1100 Militärstärke, was auch immer das heißt. Meine Flotte wird derzeit aufgerüstet, auf den neuesten Stand gebracht und dann werden wir die Flotte an die südliche Grenze schicken. Nach Revak, eigentlich nach. Na, geh her, mach auf. Wo ist der Name? Nach Tarnatalat. Tarnatalat. Okay, auf jeden Fall, wenn wir Tarnatalat erreicht haben, sollten wir mal genügend Leute in der Gegend von diesen Wapplern haben, dass wir im schlimmsten Fall auch einen kleineren Krieg führen können mit denen. Was ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, aber wer weiß, man sollte lieber vorbereitet sein, bevor irgendetwas in diese Richtung passiert. So, nur dann machen wir mal weiter. Ich habe dieses Gebiet hier, also dieses Planetensystem jetzt mehr oder weniger frisch freigeschaufelt. Da waren irgendwelche Aliens drinnen vorher, die aber nicht mehr da sind. Ich weiß nicht genau, was das ist. Anomaly found. Construction complete. Huch, da passieren aber viele Dinge gleichzeitig. Despite the toxic content and high pressure of this moon's atmosphere, strong life signs have been detected coming from its surface. Und beide. 22% Chance, Mann. Aber wir haben noch ein zweites Science Ship. Nur das zweite Science Ship, aber. Naja, wird auch nicht besser. Ist auch nur Level 2. Ah ja, was soll's. Searchen wir das. So, irgendein Leader ist gestiegen. Ah, easy. Okay, soll sein. Das hatten wir schon. So, Construction complete. Konstruktionsschiff. Das haben wir. Was machen wir als nächstes? Das ist dann noch nicht drinnen. Schade. Das kommt hoffentlich bald. Wir könnten in der Zwischenzeit da Gebiete versuchen, mit dem Hauptgebiet zu verbinden. Ah, nicht die Mining Station, das Construction Ship. Machen wir da einen Frontier Outpost. Das sollten da doch einiges an Gebieten ruhen und das sollte da drinnen sein. Schauen wir mal. So, und was ist das? Construction complete. Okay. No, das ist schon nicht schlecht eigentlich, das was wir da jetzt können. Ah, der wandert ab. Naja. Was soll man sagen? Die sind noch im Umbau. Gut.
Construction complete. System survey complete. So, wir brauchen Solar Panels. So, dieses Gebiet ist auch irgendwie wo gehen wir hin? So, wir forschen aber da nichts mehr und wir kommen da noch nicht drüber. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Und gehen mal daher. Wer weiß, ob wir dich da oben brauchen. Mal einen kleinen Krieg führen. Die sind gleich in etwa mit uns. Sie sind zwar stärker, was die Flottenstärke betrifft, aber an und für sich sind sie nicht so stark. Apropos Flottenstärke. Ich glaube, wir werden noch ein paar Flotten bauen. Oh. Ich verstehe. Flotten sind teuer. Research complete. Okay. We are losing energy credits. Naja. Inactive building. Oh, der ist abgezogen. Wir haben derzeit 9 plus Essen. Das heißt, wir werden den hier darüber setzen. Das sollte unser Energieproblem ein bisschen verbessern. So, wir haben das Ding gefunden. Wir machen eine neue Research. Oh, Noxious Swamp. Das ist auch nicht schlecht. Biolab 2 wäre auch gut. Hydroponische Farm 3 wäre auch gut. Na super. Gibt es auch irgendwas, was nicht gut wäre, was wir machen müssen? Tja, eine gute Frage. Hydroponische Farm bringt einfach nur Essen. Das bringt Forschung. Das macht die Leute allgemein zufriedener in meinem Reich. Und damit können wir dann einen Teil Noxious Swamp weglöschen. Fangen wir damit an, weil das geht am schnellsten. Aber wir werden nicht ihn forschen lassen, sondern ihn. Und für sich müsste er besser sein. Weil er diese plus 5 da kriegt. Und zwar nur Level 1 ist, aber naja. Ja, außerdem genau, warte mal. Was können wir aufbauen? Although toxic to most forms of known life, RVOR2A supports a thriving ecology within the high pressure of its atmosphere. Life here uses ammonia instead of water as a solvent and has developed in ways that differ significantly from previously established ecological
models. Its study would greatly benefit our knowledge of xenobiology. Faszinierend. Oh, du bist ein Level gestiegen. Sehr gut. Allerdings kann ich dich zurzeit nirgends so recht einsetzen. Deswegen weiß ich auch nicht genau, was ich mit dir tun soll. So, was sind wir hier fertig geworden? Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Construction complete. Sehr gut, da haben wir auch sein Solar Panel Network gebaut. Jetzt brauchen wir ein Spaceport Upgrade. Wie lange dauert denn das noch? Construction complete. Construction complete. Oh, ships upgraded. Construction complete. Wir sollten mal wieder kurz Pause machen. Fleet upgraded, das klingt gut. Okay, was haben wir gesagt? Wir wollen diese Flotte rüberbringen. Dazu fliegen wir sie mal daher. Okay, wir brauchen Energie. Das heißt, wir werden da mal die Energiesachen machen. Hey, das ist ja cool. Was ist das? Puh, wir brauchen da ganz schön viel. Schiffe, die rumfliegen, kosten ganz schön viel Geld. Aber unser Reich ist etwas größer geworden dadurch. Wir können jetzt mit unseren Nachbarn aufnehmen, was die Größe betrifft. Yay!
Wir haben ein Dings. Eins von diesen grünen Dingern in Rivak. Das ist ja großartig. Aber nur eins von den grünen. Schade. Wirklich nur eins. Zwei wären super. Die könnte man nämlich handeln dann. Aber ist wurscht. Eins reicht, damit wir die Bewohnbarkeit machen. Okay, machen wir weiter. Ich hoffe, die Flotte ist schnell dort. Bevor ich da wieder auf ein Minimum falle und wieder nichts machen kann. Autsch. Nein, wir sind nicht schnell dort. Construction complete. Was wir mal aufbauen. Ja. Können wir. Nö. Können wir da irgendwas verbessern? Ich habe nur Essen. Okay, das hilft auch ein wenig. Oder kann man auch nicht verbessern. Kostet alles viel, viel Energie. Okay. Juhu. Wenn wir schon den da haben. Influence plus 1 Empire Capital Complex. Ah, ich nehme mal an, das ist noch einmal größer in der Stadt. Toxic Kelp removed, das ist auch wichtig. Empire, oh, das ist auch nicht schlecht. Arr. Orbital, na, das ist wurscht. Hydroponische Farmen brauchen wir nicht, so viel Essen brauchen wir nicht. Aber das wäre nicht schlecht, weil da haben wir einen Haufen Zeug, was wir loswerden wollen. Ja, wir machen das. So Kelp wollen wir einen Haufen loswerden. Uff. Construction Ship. Research complete. So, hey, der ist gut. Der macht nämlich plus 10% Research Speed. Das ist schön, dass du gestiegen bist. Okay, das freut mich. Und wir haben wieder irgendwas Neues entwickelt. Im Physikbereich, also dort, wo du warst. So, ist das jetzt Energy Storage Capacity plus 500? Cold Fusion, nein. Das ist für Schippernackeln. Synchronized Defense. Lasers.
nehme mal an, das ist die einfachste Strahlenwaffe, die man haben kann. Disruptoren. Machen wir mal rote Laser, oder? Was sagt sie hier? Lass mal gleich die Mining Drone Lasers machen. Kann man auch auf ein Schiff einbauen, soweit ich das mitgekriegt habe. Das kann man wahrscheinlich auf die Station einbauen, um die Station stärker zu machen. Ja. Bauen wir die Laser, was soll's. Das Problem ist, das ist jetzt nichts, was ich sagen würde, dass das so wichtig ist. Huch. Ah ja. Gleich. Nur noch kurz. Müsste durchhalten mit diesem Engpass. Boah, Gott sei Dank, das erste haben wir. Null minus null ist gut. Okay. Construction complete. Okay, noch ein Anführer ist gestiegen, ein Gouverneur. Und das haben wir fertig, ein Flatrack dann. Wieso steht das nicht dabei, was fertig geworden ist? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das können wir dann alles wegräumen nach dieser Forschung, was wir gerade machen im Biologiebereich. Das ist gut. Können wir nicht weglöschen, solange wir nicht genügend Energy Credits haben, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, da kann man nicht mehr Energie produzieren. Da eigentlich, glaube ich, auch nicht, oder? Noch ein Anführer gestiegen. Yay. Construction complete. Sehr gut. Konstruktionsschiff. Du fliegst. Hierher. Und machst da auch eine Mining Station her. Und dann fliegen wir nach Ruhl und machen das gleiche. Und erst dann fangen wir an, irgendwas anderes zu machen. Assembly Yard brauchen wir keines. Das können wir bauen. Oh ja. Ausbauen der Energie, ganz wichtig. So, wartet jetzt mal. Irgendwie haben wir da aber echt ein Problem. Power Plant One oder Power Hub.
wir das. Gut, machen wir weiter. Gut, jetzt haben wir wieder genügend Mineralien, um all dieses Zeug zu machen. Aber unsere Energie ist halt complete. So eine Sache. Brauchen wir gleich beide Mining Stations, das passt schon. Oh, nein, das ist noch immer nicht drinnen. Schade. Unsere Flotte ist auf jeden Fall vorne hier. Okay, jetzt baut es auch brav aus weiter. Ah, diese Sümpfe können wir auch jetzt da abbauen. Research complete. Okay, können wir nicht. So, was haben wir? Ah, die können wir auch sehr gut. Das heißt, wir können jetzt schon relativ schön. Oh, Wildlife abbauen. Research complete. Gut, was kannst du? Physiklabor 2, das klingt gut. Subspace Sensors. Oder Powerplant 3. Powerplant 3 klingt sehr gut. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ha, Destroy Assembly, ja, die haben in nächster Zeit jetzt sie doch noch fertig. Wir könnten, ja, genau, das machen wir jetzt. Wir werden uns jetzt mal erkundigen beim Fix-Klanger-Pakt, ob wir nicht in irgendeiner Form wieder zusammenarbeiten könnten. Also Defensive Pact with Unidentified Empire. Na super. Has closed borders to Temla Galactic Directorate. Ah, okay. Die mögen die Temla also auch nicht. Wer mag die Temla schon? Schade, aber außer uns ist keiner mit denen irgendwie schauen wir mal. Möchtest du nicht auch ein Research Agreement? Oh. Diesmal geht es. Wir müssten dann noch so machen wir das. Wenn wir das anbieten, ein Research Agreement mit denen wäre schon super. Was
sehr gut. 686 und 577. Wir haben eine Forschung mehr als die. Davon würden wir beide definitiv profitieren. Das konfirmen wir. Ich hoffe, sie nehmen es wirklich an. Das wäre sehr gut. Das würde unsere Forschung auf jeden Fall weiterbringen. Und es sollte eigentlich dazu führen, dass wir uns mehr mögen. Und ich, um ehrlich zu sein, ich muss die unbedingt mögen oder sie müssen mich mögen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es ganz gut, wenn wir zusammenarbeiten würden. Gut, das gesagt, machen wir für heute Schluss, Herrschaften. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ups, Entschuldigung. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bye, bye.